Wie haben sich die Sparmaßnahmen der drei Promi-Teams nach einem Tag auf ihren Strom- und Wasserverbrauch ausgewirkt? Zum Vergleich, der Durchschnittsstromverbrauch für zwei Personen liegt in Deutschland bei ca. 7,6 Kilowattstunden am Tag. Den unterbietet Team Herren mit einem Wert von nur 2,6 deutlich und geht beim Strom in Führung. Team Heindle liegt immerhin 50% unter Durchschnitt, nur die Fellas bleiben deutlich darüber. Ganz anders sieht es beim Wasserverbrauch aus. Die Heindles führen beim Wassersparen mit nur 124 Litern. Hier liegen die Fellas im Mittelfeld und Team Herren ist weit abgeschlagen, aber gut drauf. Das spornt uns natürlich an, dass wir mit Strom auf Platz 1 sind. Das ist natürlich... Das ist krass. Yeah. Stromsparen ist nicht so die Sache der Fellas. Auch heute Morgen glüht der E-Herd. Ihre Gedanken kreisen mehr um den Müll. Wenn wir jetzt einkaufen gehen, der Supermarkt wäre verpflichtet, es Plastik zurückzunehmen, habe ich gestern gelesen. Wenn wir jetzt Tupperdöschen mitnehmen und es dann da drinnen gleich im E-Sender machen, dann hätte man doch schon weniger Plastik, oder? Ja und nein. Mehrwegbehälter sind super. Müll im Supermarkt zu entsorgen, ist den Teams aber verboten. Denn produziert haben sie ihn dann trotzdem. Und unser Ziel ist es, Müll zu vermeiden. Wir können zum Beispiel auch hinten an der Wursttheke, wenn wir frische Wurst holen, können wir es gleich... Welche Wurst? So, welche Wurst? Dann eben Käse. Lass dieses Wort aus deinem Mund. Dann eben Käse. Dann holen wir eben Schnittkäse. Sieht er da ja schon. Matthias belastet das Projekt auf jeden Fall auch schon, weil er kein Fleisch hat, weil er isst für sein Leben gern Fleisch. Ach, diese Wurst, dieses Fleisch. Und dann gibt's halt jetzt mal Käse die Woche. Gibt's halt mal keine Wurst, mein Schatzi, kein Beef. Halt einfach deinen Mund, was diese Wurst und keine Garnelen die Woche, gibt's halt mal was anderes. Weißt du was? Was? Der Fernseher kommt weg. Echt? Dann wollen wir mal sehen, ob du dann noch lachen tust. Du nimmst mir meinen Fernseher ab. Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt ist es für Kölner Verhältnisse schon richtig kalt. Team Herren will trotzdem gleich mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren. Es tut schon weh, das Auto nicht bewegen zu dürfen. Das, boah. Alles ja, aber zieh dir nur einen Pullover bitte an. Ich lass das schnell an, okay? Okay, komm, nochmal. Tschö, Gucci. Tschö, Gucci. Boah, ist das kalt. Das ist ja hier schon kalt. Das ist echt kalt. Sesam, öffne dich. Sie hätten einen Discounter in Laufweite. Aber sie wollen zu einem anderen Supermarkt, wo sie mehr Auswahl an regionalen und saisonalen Lebensmitteln vermuten. Mein Vater hatte auf jeden Fall recht gehabt, dass es auf jeden Fall viel zu kalt wird. Und meine Hände, die sind am Frieren und meine Füße auch. Ja, es war kalt. Aber wurde mir erst bewusst, wo ich auf dem Fahrrad war. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Team Feller wird wohl oder übel mit der Fränkischen Eisenbahn zum Einkaufen fahren müssen. Und mit mäßiger Laune. Hätten wir eigentlich ja nach Kissingen fahren können, oder? Nach Schweinfurt, Matthias. Ins Kaufland. Und dann tun wir Lebensmittel von Schweinfurt bis hierher schleifen. Ja. Pah, Quatsch. Mumpitz. Vom Bahnhof kommst du in Bad Kissingen? Es geht nur E-Sender. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt überhaupt wieder solche Überlegungen hast. Ob mit der Bahn, dem Fahrrad oder dem Bollerwagen, das autofreie Einkaufen ist für unsere Promi-Teams eine echte Herausforderung. Team Herren kämpft mit Schneeregen und die Hammelburger Bohème reist ungern unter ihrem Niveau. In der Großstadt fährt alle 5 Minuten oder 10 Minuten fährt da eine U-Bahn, S-Bahn oder irgendwas, da kann ich immer schnell von A nach B. Aber hier auf dem Dorf ist es halt nicht. Wir haben ja auch keinen Einkaufsmarkt, wir haben nur einen Bioladen hier in Diepach, mehr haben wir hier nicht. Und wer käme bei einem Umweltexperiment schon auf die Idee, im Bioladen einzukaufen? Das wäre ja verrückt. So verrückt, wie im Winter bauchfrei zu radeln oder auf dem Fahrrad Selfies zu drehen. Ist doch schön, mit meinem Vater Fahrrad fahren. Schön, freu mich. Im Supermarkt treffen die tapferen Teams dann auf einen schmerzlich vermissten alten Bekannten. Kaffee. Paradies. Joey findet regionalen Ersatz, Blütenkaffee.
Feta in der Schweiz hergestellt. Ja, Kaffee. Oh. Der Tag ist gerettet, ne? Hubert entdeckt derweil ein völlig neues Umweltlabel. Sauerlich? Kennst du das? Hubert, bitte, das heißt säuerlich, dass säuerlich. Der Apfel säuerlich ist. Ach so. Kapp. Sandra, ich brauche nur regional, also alles, was fränkisch und bayerisch ist. Und bitte gleich in. Nicht in Ding, sondern gleich in Tupper abfüllen. Ich würde jetzt niemals mit einer Tupper-Schüssel im Normalfall zum Metzger oder zur Käsetheke gehen und mir das da reinfüllen lassen. Ich finde es unpraktisch. Klingt nicht nach spontaner Einsicht. Deshalb dauert unser Experiment ja auch ganze 7 Tage, damit Matthias noch ein bisschen üben kann, umweltfreundlicher einzukaufen. Auch wenn sie nur Regionales und Saisonales einkaufen dürfen, kommt bei den beiden Fellers doch eine erstaunliche Menge Leckeres zusammen. Das ist schon recht teuer, wenn ich jetzt rechne. Wenn ich nur regional einkaufe, ne? So viel hast du eigentlich. Ne? Du hast auch immer viel. Ne? Ich wollte gerade sagen, Robert, jetzt wollen wir mal ganz ehrlich sein. Hast du jemals so eingekauft? Nee. Wir müssen ja jetzt alles neu einkaufen, ist ja alles weggekommen. Also im Normalfall kaufe ich ja die teuren Lebensmittel, kaufe ich heim. Hubert hat es erschrocken, weil ich glaube, mein Mann hat die letzten 14 Jahre niemals oder glaube ich noch nie in seinem Leben 200 Euro im Supermarkt ausgeben müssen. Ich komm aus der Stadt mit K. Bei Teamherren in Köln sehen unsere Adleraugen leider gleich ein paar bedauerliche Fehlgriffe. Die Petersilie zum Beispiel ist nicht saisonal. Sie stammt aus dem Gewächshaus. Die müssen wir euch leider wieder abknöpfen. Was? Ja, sorry. Und die Pilze auch. Champignons? Klingt doch schon so fremdländisch. Also her mit allem. Bitteschön. Nehmen doch. Und auch hier. Ja. Ich will ja kein Essen schmeißen. Bitteschön. Ich fand das auf jeden Fall blöd, dass ihr uns das auch noch abgenommen. Ja, das wollen wir an dieser Stelle mal beide gesagt haben. Ja. Dann hättet ihr uns genau. Auch, seid ein bisschen kleinlich. Team Heindle hat bei seinem Einkauf in der Schweiz ebenfalls fette und feine Beute gemacht. Und etwas zu meckern hat Joy auch. Die Schweiz ist mega. Ja, ja. Er sagt nur teuer. Teuer. Es ist auch so. Es ist die Wahrheit. Ja. Und ihr könnt ruhig ein bisschen mit den Preisen runtergehen, ja? Mit einem Problem kämpfen alle Teams, mit zu viel Plastik. Wir haben da versucht, wo wir es hingekriegt haben, dass wir kein Plastik es kaufen, ist, haben wir es versucht. Es ist viel Plastik, aber das Problem ist heutzutage, also entweder verhungerst du oder du kaufst Essen mit Plastik. Ich habe mir so Teile gekauft, ihr kennt die bestimmt, diese Boxen, die man so aufklappen kann. Und die hast du immer. Und ich gehe mit denen einkaufen, weil ich keinen Bock auf Tüten habe. Die ersten 36 Stunden des Sat1-Umweltexperiments waren nicht einfach für unsere Promis. Regional und saisonal einkaufen, kalt duschen und Autos abgeben. Die größte Herausforderung war eigentlich dieses Rundum-Paket, würde ich sagen. Also es war ja wirklich eigentlich alles. Ob das fängt ja beim Auto an und hört bei der Kälte wirklich auf. Um 3 Bonuspunkte fürs Kaltduschen zu verdienen, hat Willi sich heute schon mutig ins kalte Nass gestellt. 4-mal muss er aber noch. Jetzt gibt es eine weitere Chance auf Zusatzpunkte. Sonderchallenge. Das Team, das am längsten auf seine Handys verzichtet, gewinnt stolze 5 Zusatzpunkte. Mal den Teufel mal an der Wand. Was würde uns wehtun? Jetzt noch. Was können wir uns denn jetzt noch nehmen? Was haben wir denn noch? Das Schlimmste, was man mir antun könnte, wäre, wenn ihr sagt, Willi, Alessia, leg das Handy in die Box. Da sind wir doch mal gespannt, was Ihnen 5 Punkte wert sind. Liebe Promis, Handys sind super. Aber für unseren Planeten eine echte Katastrophe. Massive Energiekosten für die zentralen Server bei jedem einzelnen Insta-Posting und Facebook-Game. Ach, echt? Und nach 2 Jahren kaufen wir uns schon wieder ein neues Handy. Einfach, weil wir das neueste Modell haben wollen. Habt ihr zu nah an der Wand geschaukelt oder was? Ich sehe schon, ich brauche gar nicht weiter zu lesen. Da steht drin ein Handy. Niemals. Geht. Das geht nicht. Zeigt heute, dass es auch anders geht.
Gebt eure Handys ab, legt sie in die Kiste. Wer am längsten durchhält, gewinnt 5 Punkte. Der zweite 3 und der dritte 1 Trostpunkt. 10.000 Bäume sind in meinen Augen schöner als 10.000 Euro. Und deswegen mache ich es auch. Vergiss es. Was? Vergiss es. Ich gebe kein Handy ab. Ja? Was denn? Na, guck das an. Ja, guck. Ich kann es da liegen lassen. Lass es liegen, spuck drauf. Na, spuck du drauf. Ich brauche mein Handy nicht in dem Sinne. Also ich bin niemand, der jetzt hier irgendwie telefonsüchtig ist, der telefonieren muss und WhatsApp schreiben muss. Also es klingt alles so leicht, locker fluffig, wenn ein 14-jähriges Kind da drauf rumdillern tut. Ich habe Kooperationen, wo ich ein Tausender mit einem Ding verdiene. Also ich muss jetzt erst in meinen Terminplan gucken und kann dann entscheiden, wie lange das Handy da rein kann. Weil alles, was ich an Kooperationen habe, also da scheiße ich auf eure Punkte, muss ich ehrlich sagen. Weil Geld regiert die Welt. Das lassen wir uns nicht einreden, dass wir ein Problem damit haben, das Handy abzugeben. Punkt. Und damit ist die Frage beantwortet. Also Handy abgeben kommt nicht in Frage, aber ein Problem damit, es abzugeben, haben Sie auch nicht? Was denn nun? Das ist eine Tagesaufgabe, dass es scheiße ist, das hier. Das ist keine Tagesaufgabe. Und ich sehe auch nicht ein, warum ich jetzt bei der T-Kooperation anrufen soll und sagen soll, das muss verschoben werden, weil hier Kindergarten gespielt wird und ich bestraft werde wie ein Rotzlöffel, der in die Ecke gestellt wird. Klar ist es nicht gerecht, ich weiß es. Aber das wäre unverschämt. Du brauchst und fertig, dann nimmst du es am Sonntag um 10 Uhr. Und wenn wir halt die 5 Punkte nicht haben, scheiß auf den Wald. Leck mich, ehrlich. Andererorts ähnliches Drama. Wegen ein paar Tagen Handyverzichts. Was denn nur, wenn einer durchhält? Nix da, beide. Wir müssen beide. Was ist aber, wenn nur einer? Was dann? Beide, müssen beide. Okay, entweder beide oder keins. Ja, also, pass auf. Alessia, du weißt, wir haben ja ein privates Problem in der Familie. Wir haben 2 derbe Krankheitsfälle in der Familie und ich muss definitiv erreichbar sein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich handysüchtig bin oder will Instagram oder dies oder das. Nein, ich muss immer erreichbar sein. Also ich finde das schon schade, dass mein Vater das nicht machen kann, aber ich kann ihn auch zu 100% verstehen. Aber ich hätte es auf jeden Fall durchgezogen, weil ich bin ein Mensch, ich brauche so welche Sachen nicht. Ich werde jetzt immer 5 Punkte im Rückstand sein. In Franken hat sich Team Feller erstaunlich beruhigt. Und dann machen wir das jetzt so, dann verabschieden wir uns bei Insta und bei Facebook und sagen jetzt einfach, dass wir bis Sonntag kein Handy haben, das verstehen die Fans. Okay. Und dann kannst du sagen, WhatsApp-Status kannst du es überall reintun jetzt. Ruhe jetzt. Ja, hallo meine Lieben, ich verabschiede mich für diese Woche von euch. Bis Sonntag habe ich kein Handy, weil ich ein neues Fernsehprojekt mache. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, viel, viel Spaß und wir hören und sehen uns am Sonntag. Ja, wir sind ja ehrgeizig, wir wollen ja gewinnen. Und dann gehen wir halt darauf ein, dann wird das Handy halt weggesperrt. Ne? Bitteschön. Auch Team Heindle nimmt die Herausforderung an. Auf Wiedersehen und ich hoffe, wir halten es lange durch. Nee. Um die Herrens beim Stromsparen einzuholen, beleuchten Joey und Ramona ihre Wohnung nur noch mit Kerzen und kochen jetzt auch damit. Kann man das hier so drauflegen? Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es tatsächlich so ist. Also ich bin wirklich gespannt, ob es klappt. Es ist ja schon so ein gewisses Fasten irgendwo für mich, weil mir fehlt einfach mein Fleisch. Ich bin ein Fleischfresser. Es ist leider so. Ich bin ein Dinosaurier. Also ich habe das Gefühl, das dauert 100 Jahre, bis der hier im Einzelnen ist. Nein. Schweizer Käse und Schweizer Wein. Was kann die Schweiz romantisch sein? Das ist der Hammer. Also schon mal Raclette mit Kerzen, die den heiß machen. Kartoffeln, die aus der Schweiz kommen,
die nicht extra irgendwo angeflogen werden müssen? Weil deswegen sollen wir ja regional essen und national. Nicht national, regional. Unser Highlight war natürlich definitiv das Raclette-Essen. Alles war regional. Es kommt alles aus der Schweiz, wird in der Schweiz Wahnsinn. Produziert, ist alles mega geil. Ich denke, das war ein sehr umweltfreundliches Essen. Definitiv, ja. Bin ich mir sicher.